Brennnesselsuppe mit Parmesan-Crostini-Zutaten für 4 Personen, 300 Gramm Brennnessel oder Petersilienblätter, 1 i Öl zum Frittieren, 2 Schalotten, 80 Gramm zimmerwarme Butter, 100 Milliliter Weißwein, 200 Gramm Sahne, 800 Milliliter Gemüsefond oder Brühe, 8 dünne Scheiben Baguette, 2 Esslöffel Olivenöl, 30 Gramm geriebene Parmesan, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, frisch geriebene Muskatnuss, 1 die Brennnesselblätter waschen und gut trocken tupfen. Das Öl in einem Topf erhitzen und die Blätter darin knusprig frittieren. Mit dem Schaumlöffel herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 2 die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. 20 Gramm Butter in einem Topf erhitzen und die Schalotten darin andünsten. Den Wein angießen und etwas einkochen lassen. Die Sahne und den Fond dazu geben und die Suppe um etwa ein Drittel einkochen lassen. 3 den Backofengrill einschalten. Die Brotscheiben auf ein Backblech legen, mit Olivenöl beträufeln und mit Parmesan bestreuen. Im Ofen auf der mittleren Schiene kurz überbacken. Die Brennnesselblätter zerbröseln und mit der übrigen Butter verkneten. Die Suppe vom Herd nehmen, die Brennnesselbutter portionsweise unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken und mit den Parmesan-Crostini servieren.